Hi und herzlich willkommen zu Für mich ist auch die letzte Runde mein Stricktagebuch hier auf YouTube. Mein Name ist Julia, ich bin 41, Lehrerin aus Nürnberg. Ich zeige euch, was ich die ganze Woche so gearbeitet habe und nehme euch ein bisschen mit. Ich freue mich, dass ihr da seid und alles, was ich euch zeige, ist zwar selbst bezahlt, selbst gemacht, unbeauftragt und auch selbst gekauft natürlich. Aber falls ihr euch davon inspiriert fühlt, Geld auszugeben, dann dürft ihr das hier als Dauerwerbesendung sehen. So, ihr seht, neue Farbe, endlich mal wieder nach 2 Jahren habe ich mir ein bisschen Farbe aufs Haupt gegönnt. Ja, es ist warm hier, vor allem diese eklige Art von Wärme, früh hat es 8 Grad, man friert, wenn man kurzärmelig aus dem Haus geht. Mittags zieht es dann auf 25, 27, 28 Grad, abends gibt es Gewitter, also subtropische Verhältnisse hier in Franken. Und ja, Prüfungen, also Schule ist wieder losgegangen, erste Woche gleich mit Prüfungen. Es sind jetzt gerade deutsch-mündlich, das heißt, die Schüler müssen Referate halten und Fragen dazu beantworten. Also mein Job ist es, da zu sitzen, zuzuhören, Fragen zu stellen, mitzuprotokollieren und irgendwie auch noch versuchen, sinnvoll zu verfolgen, was da eigentlich gerade alles erzählt wird, während ich mit den Schülern spreche. Das ist anstrengend, das ist sehr kopfanstrengend. Und ja, dementsprechend bin ich ein bisschen matschig, habe auch nicht so gut geschlafen die Woche, wahrscheinlich auch ein bisschen mit dem Wetterumschwung. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, heute mag ich noch mal ein bisschen aufzeichnen. Ich habe ja erzählt, ich habe mir so ein paar Vorratsfolgen angelegt für, wenn es gar nicht geht. Und dann ja, habe ich mir gedacht, nee, ein bisschen was geht schon heute. Es wird eh nicht sonderlich lang, denn aufgrund der Arbeitssituation und der Wärme ist jetzt auch nicht extremst viel gestrickt worden. Aber ein bisschen was habe ich zu zeigen und ist auch mal okay. Dann geht ihr heute mal ein bisschen früher raus und genießt das schöne Wetter. So, ich wollte nicht mehr über YouTube sprechen, aber ein letztes kurzes... Naja, ist wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Sind wir ehrlich. Also, wen es nervt, skippt einfach ein bisschen. Ich hoffe inzwischen, dass alles mit der Werbeeinstellung so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe letztes Mal ganz schnell Rückmeldung bekommen, dass eben doch Werbung drin war. Den Fehler habe ich behoben. Dann habe ich Rückmeldung bekommen, dass das Video überhaupt nicht zu sehen war und nicht in den Abos oder nicht im Ping aufgetaucht ist, wenn man die Glocke angeschalten hat. Auch das Problem habe ich behoben. Das war tatsächlich ein, ja, da habe ich ein falsches Häkchen rausgemacht oder reingesetzt und das sollte jetzt hoffentlich dann alles wieder funktionieren. Also tatsächlich, ne? Ihr habt ja mehrere Optionen hier. Wenn ihr mich einfach so relativ oft guckt, wird euch das auf der Startseite angezeigt werden, wenn ich ein neues Video mache, trotzdem, weil YouTube kennt ja eure Geschmäcker und zeigt euch sozusagen die Sachen, die ihr gerne guckt. Wenn ihr auf Abonnieren geklickt habt, dann solltet ihr, wenn ihr auf, bei euch in eurem, na, auf eurer Maske praktisch auf Abos geht, da tauche ich auf jeden Fall auf, wenn ich ein neues Video habe, außer ich mache Blödsinn wie letzte Woche, aber das haben wir dann ja gefixt. Option 3 ist die Glocke. Das Glöckchen drücken, also da unten ist so ein Glockensymbol, dann bekommt ihr zusätzlich auch noch eine Nachricht. Also das heißt, ich tauche dann nicht nur im Abo-Feed auf, sondern ihr kriegt sozusagen eine Message, hey, ich hab, na, die hat gerade was Neues hochgeladen. Also wenn es euch ganz wichtig ist, nicht zu verpassen, wenn hier was passiert, dann könnt ihr das auch tun. Aber wie gesagt, ich freue mich über Abos, ich freue mich über Kommentare, Herzchen, ich freue mich über alles, seid euch auch gewiss, ich lese auch immer alles, ich komme natürlich gerade nicht so super fleißig dazu, immer zurück zu schreiben, aber wenn ich ein Herzchen da lasse, dann habe ich es gelesen auf jeden Fall und mich sicherlich tierisch gefreut. Also da könnt ihr mal von ausgehen, außer natürlich, es war irgendwie ein ekliger Kommentar, aber die sind bis jetzt Gott sei Dank noch nicht da gewesen. Also von dem her freut mich das. Gut, damit YouTube-Thema beendet. Jo, und weil mir jetzt sonst gerade nichts Spannendes und Wichtiges einfällt, rutschen wir gleich mal rüber in die Hausaufgabe. Es ist nämlich was fertig geworden. Genau, ich habe etwas fertig gestrickt. Und das mag auch der Grund sein, warum vielleicht in anderen Dingen nicht so viel gewachsen sind, denn ich hatte so einen richtigen Motivationsschub, das jetzt fertig zu bekommen und habe da echt ein bisschen Zeit reingesenkt. Aber jetzt ist es fertig und ich bin extremst happy. So. Und nicht erschrecken, ich habe vorhin schon probiert, dass es geht. Es sollte funktionieren, ohne dass ich jetzt gleich vom Stuhl falle. Hihihi, meine Schulstinos sind fertig geworden. Ich habe ja gesagt, ich will den ganzen Farbverlauf langstricken, habe ich gemacht, habe dann sogar noch angestrickt und dann noch ein Bündchen.
erkläre ich euch alles genauer. Also, aber meine Schulstien sind fertig. Und ja, jetzt reiße ich nochmal mein Bein hoch. Ich liebe sie ganz sehr. Sind die nicht toll? Bin schockverliebt in diese Dinger. Werde sie heute auch gleich austragen. Und jetzt gibt es mal ein paar Erklärungen dazu für euch. Also ich habe nur einen an, damit ich euch den anderen in die Kamera halten kann. Das tue ich jetzt auch. Ich muss ein bisschen nach hinten gehen. Also das ist ein Socken. Damit ihr ein bisschen Größenrelation habt, das ist ein Fuß. Ja, Schuhgröße 42 mit einer Fischlips Kiss Heel. Und von hier aus der Rest, das ist Socken. Was steckt drin? Also es ist Must Stash Yarn, ein Must Match Perfect Set. Das heißt, man bekommt 250 Gramm Knäuel, die exakt gleich gestreift sind vom Anfang des Knäuels an. Also so ein bisschen wie dieses Regia Perfect, bloß dass man gleich zwei Knäuel bekommt und sozusagen direkt parallel losstricken kann. Ich habe mich entschlossen, das komplett zu verstricken, ziemlich gleich am Anfang, weil ich A, diesen Farbverlauf total gut fand. Die hat mir mega gefallen. Also so ein Rapport geht immer von hier bis hier, seht ihr. Und zum anderen, weil die Wolle nicht billig ist. Und dann habe ich mir auch gedacht, ey, ganz ehrlich, die strickst du jetzt auch mal komplett auf. Und weil ich schon lange mal probieren wollte, Kniestrümpfe oder Overknees zu stricken. Und das war jetzt einfach so ein Muster und ein Farbding, wo ich mir das total schön vorstellen konnte und die jetzt auch hinterher gerne tragen werde. So. In einem 50 Gramm Knäuel sind 1, gut, jetzt muss man sagen, da ist dann immer noch die Ferse mit dran, ne? 2, 3, 4 Durchgänge, also viermal dieser Rapport steckt in so einem Knäuel drin. Das ist schon ordentlich. Ich stricke natürlich locker, deswegen fallen die jetzt bei mir vielleicht auch etwas länger aus als bei anderen Leuten, muss ich dazu sagen. Aber ja, ich glaube, bei vier Durchgängen von diesem Streifenmuster werden es auch bei allen anderen Leuten wahrscheinlich nicht gerade Sneakersocken werden. Dann war ich, als ich die vier durch hatte, ganz genau am Knie, also wirklich so knapp unterhalb der Kniescheibe, Anfang der Kniebeuge. Und das war dann so okay. Also entweder hätte ich da schon abschließen müssen, dass es sozusagen so am Anfang der Kniebeuge so sitzt und sich sozusagen über die Wade hält. Oder ich muss jetzt weiter stricken, weil direkt am Knie hält dir halt kein Strumpf gescheit. Und schon gleich gar kein Wollstrumpf, der halt einfach nochmal mehr nachgibt, als es jetzt so ein Industrieteil tun würde. Also habe ich gesagt, nee, jetzt gehen wir Overknees. Habe mich auch beraten lassen auf Clubhouse und wurde da auch drin bestätigt, wir machen Overknees. Und dann habe ich das gemacht. Ich habe mir ich habe so wirklich eine große Tüte voll Jawoll. Bobbel in allen möglichen Farben, weil man die wirklich immer brauchen kann für ich muss hier noch was anstricken, ich muss da noch eine Ferse reinmachen, ne? Und habe praktisch jetzt mir ein Hellgrau gekrallt, so ein leicht meliertes Hellgrau von Jawoll und habe das angestrickt, nochmal 25 Reihen, glaube ich, sodass es genau übers Knie drüber war, ein Stückchen übers Knie drüber war und dann habe ich meinen Plan umgesetzt. Hier, ihr seht, die Shape zu nehmen fürs Bündchen, weil die sich eben wieder schön zurückzieht. Das ist ja diese Wolle, die ihr auch aus dem Stützstrumpfkeil von der Veronika Hook kennt, die eben elastisch ist. Ja? Weil ich mir gedacht habe, naja klar, also das Bündchen muss ja den Socken halten und wenn das eben aus so einem elastischen Garn ist, dann könnte das funktionieren. Und was soll ich sagen? Es geht tatsächlich. Ich bin noch nicht super happy mit dem Halt, denke aber, dass ich entweder vielleicht tatsächlich ein Stück hätte länger stricken müssen noch, damit es richtig gut sitzt und vielleicht tatsächlich sogar noch mal ein paar Maschen runter. Also ich habe von denen, die ich auf der Nadel hatte, das waren 60 am Schluss, nochmal, ich stricke super locker und ich habe zwar Waden, aber ansonsten relativ schlankes Bein, habe ich nochmal 4,12 runtergenommen fürs Bündchen. Und ich denke, vielleicht hätte ich nochmal 5 Runden ranhängen sollen und sogar nochmal 4 runtergehen, um es wirklich nochmal richtig feste Ansitzen zu machen. Auf der anderen Seite wollte ich jetzt auch nicht, dass es einschneidet oder dann abdrückt, weil jetzt gerade dann na, im Sommer, wenn man das zu Shorts oder Röckchen trägt, willst du dann nicht so einen dicken
dicken Wollknubbel am Bein haben, der da einschneidet und dann beim Spitzen Abdrücke hinterlässt oder reibt oder was weiß ich was. Also das sind so die Eckdaten. Es ist wirklich eine klassische Stino, glatt rechts runter. Hier, wie gesagt, die Fishlips Kiss Heel, auch nichts eingesetzt, nichts an Ferse, Spitze oder sonst wo. Und dann oben wirklich die Verlängerung und dann eben das Bündchen aus der Shape. Nur mal ganz kurz für euch. Ihr seht, ich habe hier mit Blau angefangen und dann arbeitet man sich eben praktisch bis, oder mit Türkis angefangen und dann arbeitet man sich bis zu diesem Dunkelblau durch und dementsprechend endet man da auch hier oben. Jetzt muss ich mich noch mal kurz verrenken und ihr seht, bei dem hier ist es genau andersrum. Also hier habe ich mit dem Dunkelblau angefangen, zu Türkis gearbeitet und ende hier auch mit dem Türkis. Also sie sind nicht 1:1, sie sind gegengleich, aber dadurch, dass sie so schön bunt sind, fällt einem das eigentlich auch erst auf den zweiten Blick auf, was ich auch total cool finde. Also von dem her, ich bin super happy. Wie gesagt, wir werden später bestimmt spazieren gehen und dann werde ich die heute auch schon mal Gassi führen. Und ja, es ist mir egal, ob ich weiße Kalkleisten als Beine habe oder die Haut vielleicht auch schon etwas dellig ist an der einen oder anderen Stelle. I don't care. Ich liebe diese Socken, ich liebe dieses Outfit. Ich werde es den Sommer über rocken. Das ist versprochen. Das zur Hausaufgabe. Falls irgendwie jemand hier sich fragt oder Panik kriegt, nein, mir geht's gut. Ich habe mir auch nicht die Hüfte ausgekugelt. Ich habe lange Jahre getanzt und Cheerleading gemacht. Also ich bin nicht mehr so beweglich, wie es mal war, aber alles ist noch nicht weg. Von dem her ist das okay. Kriege ich mein Bein so in die Höhe, ohne mir weh zu tun. Gut, das war's mit der Hausaufgabe und wir gehen weiter zum Werken. Ein bisschen was ist ja schon noch passiert die Woche. Das Gewerke. Ich habe jetzt überlegt, ob ich es euch gleich vorneweg sagen soll oder euch erst am Schluss ein bisschen das Herz breche, aber ich sage es gleich vorneweg. Also wer hier nur ist, um auf die Decke gucken zu können, den muss ich oder die muss ich ein bisschen enttäuschen, denn also das, was ich letzte Woche so in 3-4 Wochen gesehen habe, ist diese Woche definitiv eingetreten. Also wir haben, wie gesagt, tagsüber 27, 28 Grad draußen, dann haut es abends ein Gewitter runter, das heißt, es ist einfach nur schwül, drückend, pappig und das sind Zustände, wo ich mir diese Decke nicht mehr auf die Beine legen kann. Also ich werde mal gucken, vielleicht finde ich irgendeine, mir wurde empfohlen, eine kalte, also wie eine Art Wärmflasche bloß in kalt zu basteln, also und mir das dann auf die Beine zu legen und da drauf die Decke, damit es mich nicht so stresst. Und oder die Decke in eine Plastiktasche neben mich zu legen und sozusagen mit den Anfang so schräg rauszuziehen. Aber ganz ehrlich, also das Ding hat keine Hektik. Es ist fertig, wenn es fertig ist. Und wenn es jetzt gerade Temperaturen sind, wo ich anfangen muss, den MacGyver zu machen, damit ich damit überhaupt arbeiten kann, dann ist das jetzt einfach nicht das richtige Projekt für den Jahreszeitpunkt. Das macht auch gar nichts, denn ihr wisst ja, im September kommt ja unser Decken-Porno-Make-Along und da werde ich sie dann wieder auspacken pünktlich und mit euch sozusagen die zu Ende stricken. Und wenn das Wetter es hergibt, vielleicht auch vorher mal ein paar rein, aber dann kriegt ihr es ja auch hier mit. Gut, so, also das leider nicht heute und auch sonst nicht viel. Ich meine, ihr könnt euch vorstellen, ich war letztes Mal, glaube ich, hier nach dem ersten Rapport bei beiden Socken und habe dann gesagt, naja, ich muss halt noch die zwei und jetzt habe ich bei beiden Socken praktisch so ein Stück zu Ende gestrickt. Das ist fast noch mal ein eigenes Paar Socken. Von dem her könnt ihr euch vorstellen, wo meine Zeit reingegangen ist. Aber trotzdem, ein bisschen was haben wir noch geschafft. Ihr erinnert euch, den kennt ihr schon, für den Regenbogen Make-Along von der lieben Sissy Will Wolle aus Mossy and the Squid Garn habe ich ja ein Söckchen angeschlagen. Die Farbe heißt Speckled Rainbow, deswegen ist es auch hauptsächlich weiß und der Regenbogen ist sozusagen nur so in Form von kleinen Speckles und Flecken hier drauf. Fummel ich euch den Bus hier nochmal auf den Sockenblocker. So, also ihr erinnert euch, das waren diese Hübschis hier. Das Muster ist Bad Wolf Bay von Ruth Barsch oder Ruth Barsch, ich glaube, aber sie ist, spricht sich tatsächlich Englisch aus und hat hier außen diesen schönen gezickzackten Lochrand und hier innen eben diese paar linken Maschen, um das so ein bisschen abzuheben. Und ich habe ja von vornherein gesagt, durch das Lochmuster ist das jetzt für mich keine dicke Wintersocke, brauche ich also nicht Schaft bis
da hinaus, sondern ich werde es ein bisschen Sneakersocken-Style machen und das habe ich jetzt auch gemacht. Hab dann recht langweilig klassisch rechts-links Bündchen abgestrickt und mal gucken. Ich habe mir die Option offen gehalten, das Bündchen vielleicht noch doppelt zu legen und umzunähen, dass es ein bisschen fester ist. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das unbedingt haben will. Also ich denke, ich werde es so lassen tatsächlich. Und das ist auch okay. So, also den kennt ihr ja eigentlich schon. Wollte euch jetzt bloß nochmal zeigen, dass ihr wisst, wovon ich spreche, wenn ich euch diesen Anstrick in die Kamera halte. Da ist nämlich noch nicht so viel zu sehen. Also ich habe eine Spitze angestrickt und ich habe hier, glaube ich, die ersten 2-3 Reihen vom Muster. Also ihr seht hier schon die Umschläge, aber mehr ist da noch nicht passiert. Aber der Pride Month ist ja noch ein bisschen, das heißt für den Regenbogen Make-Along werden die auf jeden Fall noch rechtzeitig fertig werden. Außerdem ist das Ganze, was man jetzt am Socken nicht so gut sehen kann, auf einer leicht... Jetzt muss ich mal gucken, ob das die hier haben. Ein bisschen kriegt man es her. Ich habe heute das direkte Licht nicht an. Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr, aber ich merke gerade... Ja, da unten sieht man es ein bisschen. Für alles, was glitzert, fängt es ohne das Licht natürlich nicht so gut ein. Ja, Glitzerwolle, deswegen darf es auch noch in den Lostopf vom Paillettenperlen Plunder Frickel Along vom Frickelcast. Die liebe Jane und die liebe Steffi sind ja auch gerade fleißig am Dinge zeigen, die man zurzeit da mitmachen kann. Und das sind so schöne Sachen. Also wirklich, wenn ihr Instagram habt, und ich kann es mir nicht vorstellen, dass jemand, der hier bei mir zuguckt, nicht irgendwie auch den Frickelcast auf dem Schirm hat, sollte das doch so sein, dann bitte Hashtag PPP-Fall oder Paillettenperlenplunderfall bitte auf richtige Schreibweise achten. Oder ihr folgt einfach mal dem Frickelcast der Jane jetzt kocht sie auch noch oder der Steffi @Feierabendfrickelein. Und das geht nicht nur darum, dass man irgendwas mit Glitzy, Pailletten, Flausch oder sonst was macht, sondern die haben jede Woche einen sogenannten Plunderpaten. Das heißt, da stellt jemand eine Anleitung vor. Ich glaube, in manchen Wochen sind es sogar zwei, glaube ich. Wie man mit irgendeiner Technik, da sind die abgefahrensten Dinge dabei, etwas machen kann, was vielleicht ein bisschen aus der Reihe ist. Letzte Woche hat die Nussnudelschnecke eine tolle Anleitung für so kleine Monsterchen, die man häkeln, stricken oder nähen konnte, gezeigt, die bei mir jetzt auf der Liste sind von Dingen, die ich wahrscheinlich für meine Abschlussschüler machen werde. Also ich überlege gerade, ob ich da nicht einfach 20 Stück bastle in irgendeiner Art und Weise, weil man die so schön individualisieren kann und die als Mini-Schlüsselanhänger-Monsterchen sozusagen für meine Schüler mache. Jetzt zur Zeit wird, glaube ich, gerade mit einer Netzknüpftechnik, also so wie man Fischernetze knüpft, ja, wird ein Einkaufsnetz gemacht. Ich finde das total genial. Also ich meine, wer von uns kann denn aus dem Stegreif mal Fischernetz knüpfen? Und da hat man jetzt die Chance, das mitzumachen und zu lernen. Und das wird begleitet mit Zoom-Meetings und Videos. Also was die Leute sich da auch für eine Arbeit machen und nichts davon kostet was. Super. Also wirklich nutzt die Chance, wenn es nur ist für das Wissen, das ihr aufsaugen könnt, zumindest mal reinzugucken. Man muss ja nicht alles immer gleich und sofort mitmachen und schaffen, aber holt euch die Infos, speichert euch die Beiträge, folgt den Leuten, die da was anbieten. Lohnenswert. Gut, so, also, ich werde meine Socken noch in den Regenbogen-Make-Along schmeißen, denn ich finde, das ist absolut okay. Dann die hier sind beim Regenbogen-Make-Along dabei, also im Pride Month, beim Yarn Pride von der Sissi Will Wolle. Und eben auch für den Paillettenperlenplunder. Und wenn wir schon bei Paillettenperlenplunder sind, dann machen wir da gleich weiter. Übrigens, wem das hier alles zu schnell geht, ich habe heute keine Aufzeichnungen, ich babbel heute einfach wild drauf los. Wem das hier viel zu schnell geht, der findet wie immer alle Infos auch in den Shownotes. So, zweiter Teil für den Paillettenperlenplunderfall ist das hier. Ich zeige euch die richtige Seite. Mein Dottie Jane von... Mein Dottie Jane von auf Instagram @knitgraffiti Leslie and Robinson, glaube ich, ist der Name korrekt. Notfalls korrigiere ich mich hier wieder selber. Und das ist ein Brioche-Tuch. Und ihr seht, letztes Mal war ich, glaube ich, mit hier irgendwo in dieser zweiten Lochsektion. Jetzt habe ich ein bisschen was von dem nächsten Brioche-Teil reingestrickt. Noch nicht ganz fertig, es ist jetzt ungefähr die Hälfte.
Nee, stimmt nicht. Vielleicht so zwei Drittel. Und ja, und jetzt seht ihr, während das erste Brioche-Teil noch einfach nur ein glatt, ne, so ein glattes Patent war, geht es jetzt halt los. Das, was wir ja im Brioche so lieben, diese wunderschönen Muster, die man da entwickeln kann. Und guckt euch das an. Ist das nicht hübsch? Ist das nicht hübsch? Also wirklich, wirklich, wirklich. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch hier wieder, dank mangelnden Lichts erkennt man es nicht besonders gut, aber auch die beiden, ja, ein bisschen nah, auch die beiden hier sind glitzerig, deswegen dürfen sie zum Paillettenperlenplunderfall. Und weil es ein Brioche-Tuch ist, darf es auch zum Nerds Brioche Along von der Annette von The Nerd Knits, wo man etwas mit Brioche stricken muss. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich es richtig gesehen habe, was für alle, die gerade beim Soso Knits Make Along mitmachen, also dieses Mystery Knit Along, also dieses Tuch. Also wenn ihr irgendwas mit Brioche macht, egal für welches Körperteil, und das Brioche erkenntlich ist, also bitte mehr als, keine Ahnung, 2 bis 4 Reihen, sondern schon, na, irgendwas, wo man sehen kann, dass Brioche ist, dann bitte, bitte, bitte macht doch da auch noch mit. Das zeige ich euch mal ganz kurz, weil ich glaube, das viel für viele immer ganz interessant ist. Das hier ist die Rückseite. Also Brioche hat ja eine Vorder- und eine Rückseite. Das ist die Vorderseite. Das Dunkelblau ist meine Hauptfarbe, das bildet also das Muster. Deswegen sind auch die Zwischenteile in dem Dunkelblau. Und auf der Rückseite tritt dann eben dieses gespeckelte Grau vor und bildet auch ein Muster. Muss es ja, na, weil man hat ja sozusagen das, was man auf der einen Seite sieht, sieht man auf der anderen Seite eben nur so zwischen den Reihen und umgekehrt. Hier unten kann man das vielleicht besser erkennen. Also das wäre die Rückseite von dem glatten Patent und das ist die Vorderseite von dem glatten Patent. Und jetzt seht ihr, na, bei der einen Seite kommt halt das eine Dunkelblau mehr raus und auf der anderen Seite das Graue. Das ist hier oben genauso, aber man konzentriert sich bei der Optik des Musters natürlich auf die Hauptseite. Also hier ist das, was man sozusagen als Muster haben möchte, und das, was auf der anderen Seite rauskommt, ist dann eben ein Nebenprodukt. Wobei ich es auch nicht hässlich finde. Also auch das hat was, finde ich. Gut. Dottie Jane von Leslie Ann Robinson. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch. Einmal, nee, das ist echt, mein Hirn ist es sieb, was ich mir nicht aufschreibe, ist nicht da. Heute habe ich nichts aufgeschrieben, also muss ich es hier wirklich gerade aus dem Ärmel schütteln. Aber wie gesagt, notfalls korrigiere ich mich hier textlich und unten steht es auf jeden Fall richtig. Aus Wolle von Countess Blaze in dem Fall. Das ist der Viscount of Spark in verschiedenen Farbvarianten. Und damit glitzerig für den Paillettenperlenplunderfall und briochig für den Nerds Brioche Along. Weiter geht's. Mein privates Testprojekt Sommersocke geht voran. Ich hatte meinem Mann ja gesagt, ich probiere mal für ihn Socken aus Baumwolle zu stricken, weil er wirklich immer Schuhe trägt, also auch immer Socken braucht und Baumwolle dann vielleicht ganz angenehm am Fuß ist im Sommer. Und habe ich hier einen fertig. Ich weiß gerade, oh Gott, also es tut mir wirklich leid, wer normalerweise drauf steht, dass ich hier super strukturiert bin, den muss ich heute enttäuschen, aber das kommt halt auch dazu. Ich habe jetzt den falschen Sockenblocker, weil es meiner ist. Also mein Mann trägt offensichtlich Haarschuhgrößen größer. Ich hätte auch einen 46er hinten. Ich werde jetzt nicht aufstehen und ihn holen. Aber es reicht, denke ich, dass ihr einen Eindruck davon kriegt. So, also ich habe die Stino hier hochgestrickt mit so einem kleinen, hier so ganz, ganz dezent sieht man es hier, so mit linken Maschen, was eher eine Zählhilfe für mich ist als ein Muster. Habe dann eben auch Sneaker abgekettet, weil soll ja für den Sommer sein. Er wollte sie nicht ganz super Sneaker haben, dann wäre es ja ungefähr hier gewesen. Er wollte so 2-3 cm mehr, damit, weil er immer so mittelhohe Schuhe trägt. Also er trägt keine ganz flachen Sneaker, sondern die so bis zum Knöchel gehen. Und dass es da nicht reibt. Und habe das sozusagen jetzt fertig, also in Größe 46, den ersten Baumwoll-Sneaker. Ja, bis jetzt hat er gut gepasst beim Anprobieren. Ich bin dann mal gespannt, wenn der zweite fertig ist und er ihn mal trägt, wie es so nach dem Tag ausschaut. Denn die Angst ist ja immer noch im Raum. Baumwolle lammelt halt gerne und ja, ob die dann nicht nach 20 Minuten einfach nur um den Fuß rumhängt, aber kein Socken mehr ist. Ich werde weiter berichten. Ich sage gleich dazu, ich stricke mit der Cotone Solo, also
Das ist wirklich 87% Baumwolle, 13% Poly. Also super wenig Poly drin, plus nichts anderes, was da nochmal ein bisschen Flexibilität oder ein bisschen, na, Elastizität geben würde. Das ist wirklich, ja, eine fast reine Baumwollsocke. Also werden wir sehen, was da rumkommt. Also die eine ist fertig, die andere hat einen Anschlag, eine Spitze und hier das erste Mal schon dieses kleine. So, da. Hier das erste Mal schon dieses kleine linke Maschenmuster drin. Das ist einfach nur so eine kleine Raute aus linken Maschen. Und von da geht es jetzt dann eben einfach auch den Fuß hoch, Ferse und dann Gott sei Dank relativ schnell schon zum Bündchen und zum Abketten. Ich muss sagen, was angenehm ist, ist mit der Baumwolle zu stricken im Moment, weil sie halt nicht klebt. Und mit dem dünnen Faden ist es jetzt auch nicht so anstrengend. Sie hat ja dieses bisschen Poly drin oder Nylon. Nee, es läuft nicht Poly. Also es ist jetzt auch nicht vom Stricken so das, was ich an Baumwolle oft so anstrengend und nervig finde, dass sie einerseits total flutschig auf den Nadeln ist, aber dann halt trotzdem immer, ich finde die irgendwie anstrengend zum Stricken, ich weiß auch nicht. Das geht bei denen jetzt tatsächlich. Wenn wir schon bei Baumwolle sind und bei doof zu stricken, Baumwolle und ich sind noch keine Freunde geworden. Baumwollgemische, okay, aber ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Nicht mein bevorzugtes Garn auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich ein bisschen gequält, denn eigentlich will ich es fertig haben, weil eigentlich will ich es anziehen und am liebsten will ich es zu den Socken anziehen und überhaupt. Und habe ein paar Reihen an meinem Top weitergemacht. Ihr wisst, das ist aus dieser Milchseide, also faktisch Baumwolle-Viskose-Gemisch. Und die Viskose wird eben aus Milchprotein hergestellt. Kann man ja aus fast allem machen. Also an dem habe ich ein paar Reihen dran gehängt. Letztes Mal waren wir hier, wo der Marker hängt. Jetzt sind wir da. Viel mehr ist aber auch noch nicht passiert. Ich hatte, im Kopf hatte ich irgendwie, dass wir jetzt so langsam schon mal die Ärmel aufmachen an den Seiten. Dann habe ich es mal hingehalten. Und wenn das jetzt also meine, wenn ich jetzt sage, ich mache hier die Ärmel auf, dann hängt es halt noch sehr croppig. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass da, wo ich jetzt neulich angefangen habe, ich schon die Ärmel aufmachen kann und dann wäre es irgendwo hier gehangen und das hätte ja noch bescheuerter ausgesehen. Also jetzt hätte man vielleicht langsam die Höhe, die ich gerne hätte. Hier übrigens wieder nach. Die berühmte Bauchschwungmasse. Mir egal. Muss ja niemand hingucken. Gut. Mal gucken. Also vielleicht mache ich jetzt noch den blauen Rapport fertig. Da fehlt noch eine Reihe und nochmal den silbernen und tut dann abtrennen. Dann wird es auch passen, weil die Bündchen, die Ränder von den Ärmeln werden silber werden. Dann ist es vielleicht auch ganz schön, wenn das sozusagen ineinander übergeht, der Streifen und das Bündchen. Dann ist das nicht so ein harter Cut da unten an der Ecke. Ja, dann hätten wir auch nochmal, ich sag mal nochmal 2-3 cm. Vielleicht ganz gute Idee so. Natürlich noch mal kurz die Infos. Das ist das Striped Tank Top von, schreibe ich euch hier unten hin, Thurlow. Ich komme aber auf den Vornamen gerade nicht. Anleitung auf Ravelry. Und das hat den tollen Effekt, dass es hinten einen wahnsinnig tiefen Rücken hat. Also ihr seht vom Bündchen bis zum Beginn dieses Rückenausschnitts, das ist wirklich nur so ein Stück weit. Und dann öffnet der eben so und dann geht das hinten Tanktopic hoch, vorne Tanktopic hoch. Nee, vorne bleibt sogar ganz glatt und man hat dann hier so ein bisschen U-Boot-mäßig und ist dann auch wie ein Polunder. Also es hat wirklich keine Ärmel mehr dran. Und das habe ich mir für diesen Sommer eingebildet. Vor allem, weil ich jetzt wirklich auf lange Sicht versuchen möchte, immer mehr meinen Stash mal ein bisschen runter zu reduzieren. Ich liebe meinen Stash, aber es ist einfach verrückt. Und vor allem macht es keinen Spaß, wenn du eigentlich neue Wolle schon gar nicht mehr irgendwo gescheit hinpacken kannst, sondern immer nur noch alles stopfst. Du siehst überhaupt nicht mehr, was du hast. Da muss mal was passieren. Das geht jetzt nämlich dann vor allem erstmal so ganz alten Garnen an den Kragen, wo ich sage, ey, das liegt jetzt seit 5-6 Jahren, keine Ahnung, 10 Jahren rum. Entweder verstricke ich es jetzt oder es kommt weg. Wirklich, es alles andere macht keinen Sinn. Es ist kein Problem, Wolle da zu haben. Aber es ist ein Problem, wenn du Wolle da liegen hast, die du nicht benutzt und nie benutzen wirst. Und deswegen, also ich gehe jetzt meine ganz alten Sachen an, das hat dazugehört, verstrick sie und wenn ich nichts finde, was ich draus stricken will oder wenn ich die Wolle anfasse und sage, ich wüsste jetzt nicht, was ich da draus machen soll, was ich anziehen will, dann geht sie.
gut für euch, denn es wird immer mal wieder was in Gewinnspielen geben. Gut für andere Leute, die sich freuen, wenn sie von mir was kriegen. Also Win-Win for everybody. Und ich habe Platz für neue Wolle. Das war's schon. Mehr habe ich nicht gewerkelt die Woche. Wie gesagt, für die Decke war es mir zu warm und ich habe viel Zeit natürlich in die Socken reingesteckt. Deswegen muss das mal langen. Damit gehen wir rüber zum Pausenverkauf, denn es ist was angekommen hier. Hallihallo, Hallöchen. Also, der Pausenverkauf, ich habe Wolle gekauft. Es war mal wieder Mittwoch, es war mal wieder Sträkeltreff. Ich könnte an dieser Stelle mal wieder die Nora grüßen, die haut es dann gleich vom Stuhl. Oder mal das Bienchen oder die Petra oder die beiden Sabines oder all die anderen lieben Menschen, die da immer da sind. Wenke, Hallöchen, fühlt euch mal alle gegrüßt und gedrückt. Auch unsere ganzen tollen Neuzugänge. Schön, dass ihr dabei seid. Gloria, Anna, naja, ihr wisst's ja. Und jetzt niemand beleidigt sein, wenn ich den Namen gerade nicht gesagt habe. So. Ja, es ist wieder Mittwoch, es ist wieder Sträkeltreff. Und dieser Sträkeltreff, wie soll ich das erklären? Dieser Sträkeltreff ist was eine kostenlose Cocktailbar für trockene Alkoholiker ist. Keine Ahnung. Also egal, wie sehr man sich vornimmt, irgendwas nicht zu kaufen, oder dass man nichts mehr braucht oder sonst was, irgendjemand kommt und sagt, habt ihr eigentlich das schon gesehen? Und dann muss man sich ein bisschen beherrschen und zusammenreißen, denn sonst würde man ungefähr 4-mal an dem Abend shoppen gehen. Und so alle 2-3 Wochen wird man dann halt doch mal schwach. Diesmal bin ich's geworden und zwar im Shop von Marika Hofmann. So, hat einen wunderschönen Etsy-Shop, ich packe euch den Link natürlich unten rein. Und dann war das so, ach, habt ihr da schon gesehen? Habt ihr da schon geguckt? Und meistens mache ich die Sachen schon gar nicht auf, weil ich kenne mich. Und diesmal hat es mich dann doch gejuckt aufgrund der Beschreibung. Und dann habe ich gesehen, was es da gibt. Und dann habe ich zugeschlagen. Okay, also als allererstes habe ich die beiden hier erstanden. Also ich brauche mal nicht drüber reden. Ne? Ihr seht das Blau, ihr wisst, das ist meine Farbe. Und dann, ich habe ja wirklich, wirklich, wirklich einen also für schöne Grautöne und ein gut gefärbtes Schwarz, was nicht leicht ist zu kriegen, habe ich ja einen totalen Faible. Und in dem Fall möchte ich mal sagen, Volltreffer. Wirklich, also Volltreffer. Das Blau mit den Grautönen lieb ich. Habe jetzt mal 2 gekauft. Ich glaube, ich wollte sogar mehr und sie hatte nur noch 2. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich, entweder wollte ich mehr und sie hatte keine mehr oder ich hatte schon mehr im Korb und habe mir dann überlegt, jetzt übertreibt mal wieder nicht. Ich weiß noch nicht 100%, was draus werden wird. Also es ist Sockenwollstärke. Ich muss auch sagen, es fühlt sich an wie ganz normale Sockenwolle. Also ich kann jetzt hier nicht rumschreien, das ist das Weichste, was ich je angefasst habe. Ist ja auch Quatsch, es ist halt Sockenwolle. Ne? 75% müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Egal, also 75-25, ziemlich normale Mischung. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich kriege Ausschlag, wenn ich es mir irgendwo hinhalte. Ich würde es jetzt, Tuch müsste ich mir überlegen. Ich bin aber auch ein bisschen sissy, was Kratz angeht. Aber Socken auf jeden Fall, beziehungsweise überlege ich ja schon länger mal so Richtung Shrug was zu machen. Also ne, so ein Tuch mit Löchern für so zum um die Schultern mal, da wäre sowas vielleicht ganz toll. Zum Beispiel mit einem geilen Beilaufgarn oder so, ne? Noch vielleicht ein bisschen Flausch ran oder so. Oder vielleicht doch ein Tuch, aber dann was Größeres, was man eher so zum um die Schultern hängen hätte. Oder mal gucken, vielleicht irgendwie in einen Pulli oder eine Jacke reinwursteln. Mal sehen. Also irgendwas wird draus werden, aber ich konnte diese Farbkombi nicht liegen lassen. Und daran kam die Springwolle. Also ich war eigentlich schon ganz happy mit meinen 2 Knollen, dachte mir, cool. Und dann sprang mir das noch in den Wagen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Wie gesagt, ich habe heute das Licht nicht an, aber es ist, also zumindest was ich hier sehe, gerade eigentlich ganz gut. Also es ist dieses Grau-Dunkelgrau-Mischung, ähnlich wie gerade eben, wobei das, was hier ist, und ich glaube, das erkennt man vielleicht sogar, eher fast schon so einen dunkelblauen Touch hat.
als einen anthrazitfarbenen. Und dazwischen eben diese schön knalligen türkisen Speckles. Die sind auch wirklich so türkis, wie man es da sieht. Fand ich einfach nur geil. Also die hat mir richtig gut gefallen. Ist auch eine Sockenwolle und ich habe fast die Vermutung, dass das auch Socken werden. Nein, dass das auch Socken werden. So. Oder könnte ich mir auch super vorstellen für irgendwas mit Rundpasse oder mit einem Colorwork Yoke oder sowas. Also einfach, dass man zweifarbig irgendwas in der Rundpasse. Da könnte ich mir das halt, na, wenn man da zum Beispiel schwarz daneben hätte oder eben ein Anthrazit oder vielleicht auch das Türkis, wenn man es herkriegt, fände ich, glaube ich, auch ziemlich genial. Oder zu einem Dunkelblau vielleicht auch. Ja, würde mir gefallen. Mal gucken. Aber das ist genau, was ich meine. Ne? Ich mag Wolle, ich mag neue Wolle, ich mag, wenn ich Färbungen sehe, wo ich sage, ey, das habe ich noch nie gehabt oder das gefällt mir so gut, dass ich es mir hole. Und deswegen muss auch Platz da sein dafür und dann nicht einfach nur, ach, jetzt muss ich es irgendwo mit reinstopfen und ich weiß dann schon gar nicht mehr, was ich wo liegen habe. Also der Plan steht schon länger und tatsächlich versuche ich ihn auch zu befolgen. Also ihr seht ja, wie viel Countess of Lace ich hier wegstricke, weil ich einfach wirklich sage, na, es muss mal weniger werden und versuche wirklich vor allem an die lang gelagerte Wolle ranzugehen. Mit dem, okay, du liegst jetzt seit ein paar Jahren hier, entweder will ich dich verstricken oder nicht und wenn nicht, dann darfst du auch wieder ausziehen. Und woanders ein schönes neues Plätzchen finden. Genau. Das war der Pausenverkauf. Es ist immer noch was in der Post aus Österreich. Das scheint aber, also angeblich ist es jetzt laut der Sendungsverfolgung zumindest mal in Deutschland angekommen. Mal gucken, wann es denn hier ankommt. Vielleicht kann ich es euch dann nächste Woche zeigen. Deswegen können wir jetzt gleich rübergehen zum Lehrerzimmer. Hallöle. So, ich möchte diese Woche an etwas anschließen, was ich letzte Woche gesagt habe. Und ich hatte da letzte Woche auch schon viel mehr dazu gesagt, habe es dann rausgeschnitten, weil es sonst einfach wirklich viel zu lang geworden wäre. Aber ich möchte nochmal anknüpfen an meinen Aufruf am Schluss. Wenn das Wetter schöner wird, zieht an, was ihr wollt, zeigt, was ihr habt. Lasst euch bitte nicht einreden, dass ihr irgendwas nicht tragen könnt, weil es nicht einer angeblichen gesellschaftlichen Norm entspricht. Fakt ist, die gesellschaftliche Norm in Deutschland, ich bleibe jetzt mal bei den Frauen, ist irgendwo zwischen Größe 40 und 44. Also der bundesweite Durchschnitt an Frauenkleidungsgrößen ist zwischen, ich glaube sogar eher 42 und 44, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also zu Deutsch, die oft so gepriesene gesellschaftliche Norm, das Schönheitsideal, das uns vorgezeigt wird, Kataloge, Poster, Videos, was weiß ich was, entspricht nicht dem Ist-Zustand. Das sind nicht die Körper, die auf der Straße rumrennen. Punkt. Und es ist so schade, dass wir unser Leben lang drauf getrimmt werden, dass wir so aussehen müssen. Das ist das, was uns immer gezeigt wird, immer vorgehalten wird. Ich meine, das ist ja in vielen anderen Bereichen genauso. Ich fand mal sehr schön, die Steffi vom Frickelcast hat, glaube ich, mal irgendwann gesagt, sie würde sich zum Beispiel einfach mal wünschen, Models mit Brille zu sehen. Und das sind so einfache Dinge, wo ich mir denke, ja, oh Mann, stimmt. Ja, wir werden unser Leben drauf getrimmt, einem gewissen Ideal hinterher zu rennen, das für den Großteil schon gar nicht zu erfüllen ist, weil wir von Natur aus diese Maße schon gar nicht haben. Die wenigsten von euch sind über 1,75, schätze ich mal. Ja, und das ist ja schon mal die Voraussetzung dafür, so auszusehen, wie diese Damen aussehen. Die wenigsten von uns haben eine Proportion 3 zu 2 zu 3, also na, 90, 60, 90 oder was auch immer gerade die Vorgaben sind. Diese Proportion ist genetisch veranlagt, also dein Beckenstand, die Größe deiner Brüste und so weiter, das kannst du unter Umständen überhaupt nicht beeinflussen, außer operativ. Ja, dann geht's weiter. Ab einem gewissen Alter, Entschuldigung, die Haut ist halt nicht mehr 20. Ja, mit 20 hatte ich auch noch nirgendwo Huckel. Und da ist überall auch noch alles straff gesessen. Das ist halt jetzt nicht mehr so. Und jetzt habe ich noch nicht mal Kinder. Also na, wenn man da dazwischen auch noch diese unglaubliche Leistung vollbracht hat, dass der Körper neues Leben auf die Welt gebracht hat, ja, so ist es halt. Und trotzdem machen wir uns alle verrückt ständig mit, ja, ich muss hier abnehmen und da, na, und das kann ich nicht anziehen, weil da sieht man das. Und das kann ich nicht anziehen, weil da sieht man das. Und das ist einfach der Brainwash, den wir von Kindesbeinen auf an
bekommen. Ich meine, ich glaube, ich weiß, ich glaube, es ist inzwischen geändert, aber ich habe vor ein paar Jahren mal was ganz Lustiges gelesen. Also so lustig ist es eigentlich gar nicht. Zum Beispiel Barbie-Puppen. Sind wir alle mit groß geworden? Die Barbie in ihrer Proportion ist anatomisch nicht möglich. Diese Frau könnte weder stehen noch gehen, wenn sie in echt diese Proportionen hätte. Also wenn man das einfach mal überträgt. Ich meine, natürlich ist es eine Puppe, aber überlegt doch mal, was das mit jungen Mädchen macht, wenn sie permanent mit solchen Bildern konfrontiert sind. Wenn mir immer vorgehalten wird, im Fernsehen, in Plakaten, auf Fotos, in Zeitschriften, wie die Frau auszusehen hat, wenn sie erwachsen ist und sie dann aufwachsen und nicht so aussehen, ist doch klar, dass schon 10-Jährige anfangen, Essstörungen zu entwickeln. Ist doch klar, dass 13-, 14-, 15-Jährige schon überlegen, wie sie sich die ersten Nasen- und Brust-OPs finanzieren können. Dass man Siebtklässlerinnen hat, die sich schon so mit Make-up zuklatschen, um mit Contouring irgendwie die Gesichtszüge zu bekommen, die ihnen halt durch Insta-Apps vorgegaukelt werden, wie man auszusehen hätte. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr den Fall kennt. Vor ein paar Jahren gab es ja diese Situation, dass ein 14-jähriges Mädchen verschwunden ist und die Fahndung sozusagen Schwierigkeiten hatte, nach ihr zu suchen, weil sie kein normales Bild von ihr hatten. Also es gab Bilder von ihr als Kind, aber alle Bilder, die so zeitaktuell gewesen wären, das brauchst du ja, wenn du jemanden suchst, dass das Bild, das du den Leuten zeigst, ungefähr dem entspricht, wie die Person auch aussieht, waren mit Filtern drauf. Es gab kein Bild von ihrem normalen Gesicht sozusagen. Also das ist die Welt, in die diese Kids heute reinwachsen. Und wir können uns nicht davon freisprechen. Wir sind genauso aufgewachsen, wir sind genauso großgezogen. Das ist einfach so. Es mögen sich einige Trends verändert haben, ja, es mögen sich die vorgegebenen Perfektionen geändert haben, aber alles in allem ist der weibliche Körper seit Jahrhunderten, Jahrtausenden ein Geschäftsmodell. Also etwas, wo man sich hinstellt und solange man nur lang genug sagt, wenn es nicht so aussieht, ist es nicht perfekt, glauben wir es irgendwann und fangen dann an, Geld dafür auszugeben, diese Perfektion zu erreichen. So, also das nur mal so als ein bisschen Background, aber am Ende vom Tag, worauf ich raus will, fangt an, euch selber zu lieben. Es geht nicht darum zu sagen, ich bin nicht happy mit dem Pölzerchen oder mit den paar Pfunden oder sonst was. Natürlich kann man Stellen an seinem Körper haben, wo man für sich, und das ist das Entscheidende, wirklich für sich selber sagt, das würde mir besser gefallen, wenn. Ja? Und dann kann man daran ja arbeiten. In einem gewissen Maß. Das muss dann jeder für sich wissen. Aber hinterfragt mal wirklich, wo viele der Dinge, die ihr nicht anzieht, euch nicht traut anzuziehen oder sonst was herkommen. Denn oft ist es natürlich schon, dass man sich denkt, man will ja nicht, dass die Leute blöd gucken. Ich will nicht dumm angelabert werden. Schlimm genug, dass das alles passiert. Deswegen müssen wir diesen Raum zurücknehmen. Wir müssen raus mit unseren normalen Körpern. Wir müssen zeigen, dass wir da sind und dass das der Normalzustand ist. Und da müssten wir eigentlich viel mehr hin zurück, dass sozusagen das normale Bild für einen Körper dem entspricht, was halt einfach ist, nämlich es kann total unterschiedlich sein. Es ist garantiert keine Größe 36 auf 1,80 Meter verteilt. Das ist nicht der Normalkörper. Am Ende vom Tag, dass deswegen alle mal einfach sich um ihren eigenen Scheiß kümmern sollen. Also es geht niemandem was an, was ich mir anziehe. Es geht niemandem was an, wie dick ich bin, wie dünn ich bin, ob ich große oder kleine Hupen habe, ob ich 1,80 oder 1,50 bin. Soll sich doch jeder um seins kümmern, gerade was das Aussehen angeht. Der einzige Mensch, dem ich noch zugestehe, dass ihn mein Aussehen zumindest interessieren darf, ist mein Mann. Warum? Weil ich für den attraktiv sein möchte. So. Ende der Diskussion. Also in diesem Sinne, traut euch, traut euch, traut euch. Ich werde meine Kalkleisten auch wieder rausschwingen und die Öffentlichkeit damit blenden. Und ich werde auch meine Shorts weiterhin tragen, trotz Dellen. Ich werde auch weiterhin enge T-Shirts tragen, auch wenn man dann meinen Bauch gut sehen kann. Aber ja, so ist das halt. Und ich werde weiterhin auch Spaghetti-Träger-Tops tragen, auch wenn man dann, wenn dann meine Wickelarme besonders gut zur Geltung kommen. Also was ich eigentlich sagen will, ist, traut's euch, lasst's euch nicht vorgaukeln, dass das, was die euch zeigen, der Normalzustand ist und ihr deswegen genauso aussehen müsstet. Das ist Quatsch. Tut euch mit Freundinnen zusammen. Tragt die kurzen Röcke, die kurzen Hosen, die bauchfreien Tops, geht zusammen raus. Und ja, scheiß drauf, was andere sagen. In diesem Sinne, ab in den Fernsehwagen.
Das war's für heute hier vom Lehrerzimmer. Ich habe jetzt lange überlegt, was ich euch empfehlen soll. Dann habe ich mir gedacht, ey, wenn das Wetter jetzt langsam so schön wird und wir endlich alle wieder raus dürfen, dann will ich euch eigentlich auch gar nichts empfehlen, womit ihr schon wieder stundenlang zu Hause vor der Glotze sitzen müsst. Und deswegen werde ich euch heute einen Podcast ans Herz legen und ansonsten definitiv, das Wetter ist schön, man kann sich langsam wieder mit Leuten treffen, schaltet die Geräte mal aus zwischendurch und genießt mal wieder das Leben. Ich weiß, wir haben das über Corona fast ein bisschen verlernt, aber enjoy life. Das heißt ja nicht, dass ihr euch in der Massenansammlung von Menschen befinden müsst, aber ja, auch mal wieder weg vom Wischkästle hier, was übrigens ein wunderschönes fränkisches Wort für Smartphone ist. Okay, der Podcast, den ich euch heute empfehlen möchte, ist ein bisschen Lokalkolorit und ein bisschen Retro. Und zwar heißt der Young in the 80s, also Jung in den 80ern. Das sind zwei Brüder, die sind hier auch aus Nürnberg. Keine Angst, man versteht sie gut, wenn sie sprechen. Und die reden über ihre Kindheit in den 80ern. Und zwar zu allen möglichen verschiedenen Themenbereichen. Spielzeug, Filme, Dinge, die man gesammelt hat. Ja, also Urlaub. Also wirklich so alle Themenbereiche. Alles, was in der Kindheit so stattfindet. Von A bis Z. Und dann eben immer aus diesem Blickwinkel, wir waren in den 80ern jung, was gibt's denn da? Ja, was gab's denn da? Was hat man denn da so machen können? Und das ist natürlich genau meine Altersklasse. Ich bin ja Jahrgang 79, also ich war definitiv young in the 80s. Das waren genau die 10 Jahre meiner Kindheit sozusagen. Und also ich finde es sehr charmant, denen zuzuhören. Die halten sich auch relativ kurz, also so eine Folge hat schon immer so 1,5-2 Stunden, aber sie ist jetzt nicht unnötig in die Länge gezogen und notfalls wären es dann 2 Folgen. Also kann man auch mal gut so hören, wenn man vielleicht auf dem Radl sitzt oder ein bisschen spazieren oder joggen geht draußen, das geht ganz prima. Ich finde es ja schön, die hatten jetzt schon lange keine neue Folge mehr. Ich hoffe, es ist nicht komplett eingeschlafen, sondern vielleicht eher pausiert gerade. Aber ansonsten haben sie schon, ich glaube, knapp 30 Folgen sogar schon. Also man hat ein bisschen was zu hören, wenn man sich erstmal reinhören möchte. Und das war's schon. Mehr Empfehlungen möchte ich heute nicht aussprechen. Wie gesagt, schöner kleiner Podcast, den kann man gut unterwegs hören. Geht raus. Wenn ihr es denn könnt, genießt die Sonne. Ich bin auch eher so ein Schattenkind, weil nach 10 Minuten sehe ich aus wie ein gekochter Hummer. Genießt eure Woche. Ich denke, wir sehen uns nächste Woche ganz normal wieder. Und bis dahin, denkt dran, für mich ist auch die letzte Runde.